Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hallo und herzlich willkommen nochmals auf meinem Kanal. Ich darf euch heute ein Stativ aus dem Hause ESDDI vorstellen und wir bauen das Ganze dann erstmal auf. Okay, schnell mal kurz aufmachen. Das ist ja logisch. Wir brauchen schließlich den Inhalt. Was passiert? Was ist hier? Das Stativ, schwuppsdiwupps, kommt mit einer tollen Tragetasche zu euch. Also, das finde ich mal so nicht schlecht. Ne? So, dann machen wir mal das Ganze auf. Bin mal sehr gespannt. Super gut verpackt, auf jeden Fall. Es wirkt schon mal ziemlich schwer. Oh, das ist ja cool. Moment. Okay, dann hätten wir hier das gute Teil. Das ist zweifach oder mehrfach nutzbar. Die Arretierung erfolgt hier. Hier oben habt ihr das. Dann könnt ihr erstmal auch den Beinwinkel mit einstellen. Quasi wo ihr hin wollt, weil ihr könnt das unterschiedlich nutzen. So, da haben wir das Stativ mal aufgebaut. Die Gesamthöhe des Stativs beträgt 1,62 Meter. Ihr habt hier oben ein Kugelkopfgelenk verbaut, damit ihr den halt in jedwede Richtung eure Kamera quasi bewegen könnt. Ihr könnt unterschiedliche Winkel machen. Stellt es euch dann so ein, wie ihr es benötigt. So. Ihr habt hier auch noch eine 360-Grad-Grad-Anzeige mit dran, sodass ihr euren Winkel perfekt einstellen könnt. Was wie gesagt auch toll ist, ist eben halt hier oben der Kugelkopf. Ihr erhaltet noch zusätzlich eine Halterung für das Smartphone, deshalb demonstriere ich das mal ganz kurz mit dem Smartphone. Das Gesamtgewicht von dem ganzen Teil ist nur 1,3 Kilogramm. Das ist quasi eine Aluminium-Magnesium-Legierung. Und die Tragkraft von diesem Stativ beträgt maximal 8 Kilogramm. Hier in diesem unteren Bereich könnt ihr dann quasi noch ein Gegengewicht anhängen, damit alles auch weitestgehend stabil bleibt. Das ganze Teil ist höhenverstellbar. Ihr habt drei unterschiedliche Stufen. Das werde ich mal am besten nochmal zusammen machen, damit ihr das auch seht. Also ihr habt drei unterschiedliche, also quasi die erste, zweite und dritte, je nachdem, wie ihr das benötigt. So, der Clou an diesem System ist natürlich auch, dass ihr das umdrehen könnt. Ihr müsst einfach dann hier oben nur die Arretierung lösen. So, dann könnt ihr das quasi wie nochmal halt euch andersherum hinstellen, dass die Kamera quasi durchhängt. So. Sozusagen mehr oder weniger über Kopf. Dann würde dann quasi eure Kamera wieder dazwischen hängen. Das könnt ihr euch dann auch aufstellen. Das wäre dann vielleicht noch ein etwas stabilerer Stand, je nachdem, was ihr da braucht. Und man kann das Ganze auch einbeinig nutzen. So, wenn ihr das Ganze als Monopod nutzen möchtet, müsst ihr einfach das markierte Bein hier abschrauben in die entsprechende Richtung. Dann habt ihr das quasi. Einfach erstmal zur Seite legen. Und hier unten die Schraube, wo euer Gegengewicht befestigt wird, muss ebenfalls abgeschraubt werden, damit ihr dann hier rauskommt. So, dann hier weiter drehen. Jetzt habt ihr das quasi draußen. Das Dreibein braucht ihr erstmal nicht. Als nächstes wird das befestigt. Hier gibt es im Zubehör noch eine extra Schraube, die ihr benötigt. Deshalb immer, wenn ihr unterwegs seid, einfach das Teil mitnehmen, sonst passt es nicht. Schraube und Mutter müsst ihr natürlich dann anbringen, damit ihr dann eben halt für beide Seiten den richtigen Abstand habt. Die Schraube wird dann quasi hier eingedreht. So. Und dann kommt quasi nur noch das Gegenstück. Halt nicht vergessen, der Schutz. Dann wird das Ganze zusammengeschraubt.
Und ihr erhaltet dann einen tollen Monopod, den ihr ebenfalls, je nachdem, in der entsprechenden Höhe dann nutzen könnt. Einfach wieder eure Kamera aufschrauben, ordentlich befestigen und schon habt ihr ein Monopod. So, das war es dann schon wieder zu diesem Stativ. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, hier oben ist dann natürlich noch eine kleine Wasserwaage versteckt, auch sehr wichtig für euch. Die Höhenverstellung habt ihr zusätzlich noch hier in der Mitte. So, das war es dann wieder von diesem Stativ. Für 48,33 erhält man das aktuell bei Amazon. Wie gesagt, es ist aus dem Hause ISDDI. Man kann hier nichts verkehrt machen, es ist stabil, super gut verarbeitet und ihr habt auch gesehen, man kann es richtig schnell zu einem Monopod umbauen. Dementsprechend tolles Teil mit Aufbewahrungstasche, Zubehörbeutel. Und wie gesagt, wenn ihr einen Monopod unterwegs nutzen wollt, bitte nicht die Zusatzschraube vergessen. Das wäre sehr wichtig. Okay, hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Vielleicht abonniert ihr mich und wir sehen uns dann wieder demnächst auf diesem Kanal. Ciao, ciao und bye bye, sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute.